Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, ich bin wieder hier auf unserem guten Automarkt, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar ja, heute holen wir uns was ganz Kleines ab und das wird, glaube ich, ganz wild mit dem. Und zwar haben wir den Audi S1, der wurde sich ja in den vergangenen Tagen sehr oft gewünscht in unserer Wunschliste. Hat er, steht er 16 Mal drin. Also 16 Mal wurde sich der Audi S1 gewünscht und das heißt für mich auf jeden Fall sehr gerne. Den haben wir sowieso noch nicht gehabt. Und den werden wir heute auch uns aufbauen. Viel gewünscht, beziehungsweise wird, glaube ich, alles gewünscht. Drift, Performance, Maximalaufbau, Rally Offroad haben wir dabei. Wobei die Rally Offroad tatsächlich ein bisschen überwiegt. Dicht dahinter der Maximalaufbau. Und ja, dann haben auch noch zwei Leute, jemand hat mal geschrieben, ja, Rallycross, so Richtung Extrem-Design. Und einer hat geschrieben, Lackierung Red Bull, was ja dann auch wieder so in die Richtung Extrem geht. Ja, und das werden wir machen. Wir sind heute auch, das verrate ich noch nicht, das werdet ihr gleich sehen. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen den mal so ein bisschen Rallycross auf. Da aber sehr viele für Maximalaufbau gestimmt haben, will ich mal gucken, was man tatsächlich motortechnisch aus dem rausholen könnte. Ja, aktuell 170 kW hier in der S1-Variante. Gucken wir mal, was denn da möglich ist. Weiß ich selber nicht, interessiert mich auch. Und gerade für die Leute, die auch eben für Maximalaufbau gestimmt haben, will man das ja auch mal rausfinden. So, Design könnten wir eigentlich gleich suchen. Oh, guck mal, was der einer gemacht hat. Forza Motorsport 6 Design, ey, mit dem Ford GT. Also, not bad, not bad. Also, nicht schlecht. Ja, ich suche mal, was mache ich denn? Soll ich mal Red Bull suchen? Oder soll ich mal nach Extrem vielleicht? Könnte man auch suchen, ne? Machen wir mal Red Bull. So, suchen. Da finden wir nur eins. Aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Steht auch Extrem, steht da. Ich suche trotzdem mal einfach mal nach Extrem. Extrem. Ich mach's mal mit Ö, ja. Weil eigentlich schreibt man den ja auch so. Suchen. Findet da gar nichts. Und wenn ich jetzt auch Extrem mache, so wie der. Extrem. Extrem. Extrem, Extrem, Extrem. So. Go. Dauert ein bisschen länger. Findet er dasselbe wahrscheinlich, oder? Ja, dann nehmen wir halt das. Wenn es nicht mehr Auswahl gibt, dann nehmen wir das halt eben. So, herunterladen und kaufen wir das Ganze. Ja, ich habe ja euch in der letzten Folge gefragt bezüglich unseres TWIF-Formates, unserem TWIF 3.0, aktuell in der Beta-Phase. Das soll ja dann quasi richtig offiziell werden, wenn dann Forza Horizon 3 startet. Und zwar die Liste, wo jetzt auch eben dieser S1 hier 16 Mal drin stand, die ist ja für momentan noch intern. Also ich sehe nur ich. Und da habe ich euch ja gefragt, möchtet ihr die öffentlich haben? Und wenn ja, sagt Gründe, warum. Oder wenn nicht, sagt mir Gründe, warum nicht. Und ich muss sagen, ihr habt sowohl gute Gründe dafür, als auch Gründe dagegen ausgesprochen. Kurz mal, um das auszuläutern oder zu erläutern. Ja, das dagegen, was ich ein gutes Argument fand, war zu einem, dass halt die Überraschung wegbleibt. Weil man kann ja auf die Liste gucken und weiß mehr oder weniger schon, okay, dieses Fahrzeug kommt dran als nächstes. Ja, da fehlt ja so ein bisschen die Überraschung. Und der Punkt wiederum dafür ist halt, dass man halt gucken kann, wenn man zum Beispiel drei Autos in der engeren Auswahl hat, welches man sich wünschen könnte. Könnte man in der Liste gucken, ja, wie hoch ist denn schon, oder ist von meinen drei möglichen Kandidaten ein Auto schon oben groß mit dabei? Ohne eben, ob man das dann halt pushen kann und dass man halt sozusagen nicht das Falsche wählt, so auf die Art. Das sind so, glaube ich, die Kernpunkte, was dafür und was dagegen spricht. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, fände auch, also ich will euch jetzt nicht hier irgendwie beeinflussen, aber ich finde auch eher dieser Negativpunkt von wegen, dass die Überraschung dann ein bisschen weg wäre für euch, wäre so ein bisschen, ja, wäre halt echt weg und fände ich auch so ein bisschen cool, dass immer so ein bisschen eine Überraschung ist, was kommt denn jetzt eigentlich? Klar, natürlich, man muss sich nicht spoilern, muss auch nicht auf die Liste gucken, dann ist es auch eine Überraschung, klar, das könnte man auch so sagen. Ja, deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, das sind so für mich die zwei Hauptargumente, natürlich könnte man das jetzt noch weiter aufdeichseln und jeder für sich selber kann sich ein Pro oder Contra machen an einer so öffentlichen Liste. Ich würde einfach mal so ganz spontan sagen, ich mache eine Abstimmung, die versuche ich jetzt hier YouTube-technisch auch irgendwo hier einzublenden. Er sollte auch auf dem Smartphone funktionieren.
Und da stimmt einfach mal für dafür, wenn ich die Liste öffentlich machen soll, oder dagegen, wenn ich sie eben nicht öffentlich machen soll. Hier auch ausdrücklich der Hinweis, deswegen springe ich jetzt hier gerade auch noch nicht in die Garage, ich möchte, dass ihr mir zuhört. Ja, der ausdrückliche Hinweis, wem es egal ist, der stimmt gar nicht ab, der enthält sich, also gibt keine Stimme ab. Wer aber wirklich das ein oder andere bevorzugt, stimmt dafür ab. Und auch ganz, ganz wichtig, die Liste ist nicht live. Ja? Also ich werde es auch dann, falls sie öffentlich wird, auch nochmal ausdrücklich erwähnen. Aber wenn ihr jetzt für euer Wunschfahrzeug abstimmt, dann wird das nicht on the fly in dieser Liste stehen. Diese Liste werde ich nur immer unmittelbar vor den Aufnahmen aktualisieren. Ja? Weil ich muss das manuell machen. Ganz, ganz wichtig. Deswegen, das ist keine Live-Liste, wo ihr gucken könnt, ah, guck mal, da ist mein Wunsch, sondern die wird nur immer unmittelbar vor den Folgen aktualisiert. Das kann dann halt eine Woche gehen, das kann auch mal zwei Wochen gehen, je nachdem, wie oft so eine Folge halt kommt. Ja, das nochmal auch als Hinweis. Ja, nicht, dass ihr denkt, ihr kriegt da so eine Lifetime-Liste oder sowas. Das einfach dazu. So, jetzt aber zur heutigen Folge, würde ich sagen. Wir starten mal im Fuhrpark und ja, beginnen mit den Upgrades. Gucken wir mal, was denn da möglich ist. Ja, Offroad-technische Teile können wir leider nicht anbringen. Allerdings könnten wir eigentlich schon uns überlegen, ob wir... Ja, dieser Spoiler sieht halt ein bisschen Panne aus. Ich glaube, den lasse ich weg. Mir gefällt nicht, aber die Lippe können wir schon mal machen, würde ich sagen. Aber der Spoiler sieht ein bisschen Lippe aus, genau, ein bisschen Panne aus. Was ich aber sagen muss schon mal, was auch sehr, sehr cool ist und was auch wieder so eine neue Information zu Forza Horizon 3 ist. Ich habe ja gesagt, ich werde immer so ein bisschen auch in Horizon ein paar neue Infos raushauen. Und es wird aber auch separat größere Infovideos geben zu Horizon. Gab es jetzt auch die Woche schon, wer es nicht gesehen hat, guckt einfach mal auf dem Kanal, da gab es jetzt schon ein zweites Infovideo zu Forza Horizon 3. Und zwar, was neu jetzt ist, es gibt neben diesen White Body Kits von Liberty Walk und Rocket Bunny, gibt es auch eigens kreierte von Forza. Also so wie wir jetzt hier diesen Forza Spoiler haben, so einen Rennstoßstang, gibt es auch richtige Body Kits, die von Forza entworfen wurden. Und da bin ich mal gespannt, Bei wie vielen Fahrzeugen es das gibt und wie die aussehen werden. Aber das ist auch schon mal ein neuer Hinweis dazu. Ja? Finde ich cool. Gucken wir mal, wie sich das so alles entwickelt. Ja, ja, motortechnisch, also wie gesagt, wir können auch einen Motor wechseln. Da könnten wir auf einen Rallye-Motor gehen, der auch nicht gerade wenig Leistung hat. Aber ich will mal gucken, was könnten wir denn aus dem Standardmotor so rauskitzeln. Und einfach mal gucken, was halt geht. Also 170 kW haben wir. Und gucken wir mal, bei wie viel kW wir denn am Ende stehen. Das würde mich schon interessieren. Ich meine, wie viel haben die Rallycross-Autos? Die haben ja schon Leistung. 500, 600 PS oder so haben die ja schon, oder? Ich weiß nicht, nicht sicher. Können nämlich sehr gerne korrigieren. Gucken wir aber einfach mal, wie viel PS wir denn hier so reinkriegen. 272. Gucken wir mal noch hier. 291. 304 kW. PS sage ich schon, das sind ja kW, 322 kW. Ja, da geht schon was, 330. 337 kW, ich rechne das mal ganz kurz für euch um. PS-Umrechner, mache ich mal gerade nebendran, da haben wir das wieder ganz pingelig genau, wie wir es gern hätten. Das wären 458 PS. Geht eigentlich für so ein Rallycross-Auto. Das ist jetzt nicht die Welt. Jetzt gucken wir mal, das würde mich nämlich jetzt interessieren, was können wir denn aus dem Rallye-Motor holen? Das ist ja also ein richtiger Rennmotor ja ist. Machen wir den mal rein. So, dann ist erstmal weniger logischerweise mit 224 kW, aber den kann man ja auch noch ein bisschen aufbrezeln. Und zwar durch einen Luftmengenbegrenzer und da würden wir dann auf 323 kommen, also weniger. Hätten aber, glaube ich, mehr einen Drehmoment, könnte das sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Und deswegen würde ich sagen, dann nehmen wir auf jeden Fall den Serienmotor voll aufgebrezelt, oder? Wir wollen ein richtiges Rallycross-Monster haben, ja? Wenn, dann wollen wir ein richtiges Rallycross-Monster haben. Müssen natürlich jetzt alle Teile wieder erneut einbauen. Das ist ein bisschen doof, dass man das jetzt immer so machen muss. Ich muss die, glaube ich, neu kaufen muss ich jetzt nicht, oder? Nee, das ist jetzt so, das ist jetzt nicht. Nee, da steht zumindest mal kein Preis dran, also von dem her, oder? Der würde jetzt kaufen stehen und da ist montieren. Alles klar, wunderbar. Ah, da steht es ja auch unter den Dinger, das schon im Besitz ist. So, das habe ich nämlich gesucht, ist im Besitz. Ja, von Lauda, Motorsport und so weiter da zurzeit ist echt schlimm. Also ich würde so lieben gern mehr Horizon bringen. Auch mal die Frage an euch, soll ich mehr Horizon bringen und ein bisschen quasi bei Motorsport war zumindest was das NASCAR und die normale Karriere angeht, ein bisschen zurückschrauben, also ein bisschen Horizon erhöhen. Weil, ja, zurzeit ist halt so, das 24-Stunden-Rennen nimmt aktuell sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
Und ja, wir haben tatsächlich ein bisschen weniger Drehmoment tatsächlich, aber mehr PS. Genau, da aber trotzdem einfach die Frage, soll ich dann dementsprechend ein bisschen das NASCAR und das Motorsport an sich ein bisschen zurückschrauben, dafür ein bisschen so vielleicht 2 Folgen oder vielleicht sogar 3 Folgen, ne, 3 Folgen die Woche wird schwierig, also abgesehen von Multiplayer-Folgen, aber so 2 Horizon-Folgen raushauen. Einfach mal die Frage an euch, ich denke mal, ihr habt da schon Bock drauf und jetzt unmittelbar vor Horizon 3 kann man das ja eigentlich schon mal machen, oder? Eigentlich schon, ne? Egal, wir machen jetzt einfach mal hier mal ein bisschen das ganze Zeug rein. Natürlich ist die große hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Große Feder, die Storm Island Feder. Hauen wir mal raus. So, natürlich müssen wir jetzt hier auch einen Überrollkäfig machen, das ist klar. Und ganz, ganz viel Zeug raushauen. 214 Kilogramm werfen wir raus. Ist trotzdem noch schwer. Fahrzeug, normalerweise haben die unter 1000 Kilo. Aber ja, ist jetzt auch unsere eigene Kreation. So, dann machen wir auf jeden Fall noch kurzes, schönes Getriebe rein. Ah, da können wir auch nochmal 12 Kilo sparen. Siehst du, da kriegen wir auch nochmal ein bisschen was hin vom Gewicht. So, dann guck mal, bei den Reifen. Selbstverständlich machen wir da auch die Storm Island Reifen drauf. Und dann her die richtig breiten Galoschen. 245er. Also wenn dann gehen wir in die volle. Das ist eigentlich jetzt schon so ein Maximalaufbau kombiniert mit Rallye, ne? Kann man schon so sagen. So, Felgen. Ich glaube, da macht man einfach so diese Mehrspeichen-Felgen. Da würde ich nämlich dann ganz gern die Super Turismo machen hier. Genau. Die passen da eigentlich, glaube ich, immer ganz gut. Und von der Größe her wirklich größer. Nee, das wäre zu groß. Also so passt schon ganz gut. Ja, ansonsten wäre es das eigentlich schon vom Aufbau. Wir wollen ja sowieso noch ein bisschen fahren, ja. Ich will ja nicht nur tunen, wir wollen ja auch noch ein bisschen Spaß haben. Und ja, da will ich jetzt gerade mal gucken, ein bisschen vielleicht hier Ding rausmachen. Getriebe, ja, ist es ein bisschen kürzer. Wie viel haben wir denn? Wie viel Topspeed? Ja, so 300 wäre schon top, oder? So. Bisschen hier oben mal ein bisschen machen. Ah, hier, dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen Trecken. Ah, da sind wir sogar bei 304, auch nicht schlecht. Kann man machen. So, hier kann man auf jeden Fall mehr Sturz gehen. Da kann man schon richtig viel gehen. Da, gar kein Thema. So, dann machen wir das so. Stabi ist auf jeden Fall weicher. Das Ding soll um die Kurven sich schmeißen können. So. 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 Ja, das ist ziemlich. Ja, aber es muss ja eigentlich so hoch sein. Auch die Feder relativ weich, wobei ich mache ein bisschen jetzt mehr. Nicht viel, aber ein bisschen kann man da ja schon mal machen. Dämpfer ist auch sehr weich. Ein bisschen mehr darf es schon sein. Aber ja, soll ja hier rallye-technisch sein, aber darf es schon ein bisschen mehr sein. Differential auf jeden Fall auch. Hier weniger und hier ganz, ganz wenig. Mal schon ein bisschen weniger machen. Ja, von der Verteilung können wir auch so lassen. Ich würde sagen, wir übernehmen das mal und gucken mal einfach, wie sich's denn so fährt. Ja, und das geschulte Auge hat es vielleicht auch schon erkannt. Wir sind natürlich nicht auf dem Festland, wir sind natürlich auf Storm Island unterwegs, wo wir natürlich jetzt so richtig hier abfeiern können. Das Wetter ist auch schon wieder richtig stormy. Und ja, dann gucken wir mal, was wir hier mit dem unserem Beast jetzt hier hinkriegen. Ich bin gespannt. Gucken wir mal, was da abgeht. Normalerweise müsste es jetzt ja nicht Bremse und Gas geben, muss es ja eigentlich jetzt hier so richtig schön sich nach vorne oder hinten neigen. Ja, man sieht es ein bisschen. Nicht ganz so krass wie die tatsächlichen Rallycross-Fahrzeuge, aber ja, schlecht ist es schon mal nicht. Und er fährt sich hier auf den ersten Meter, fände ich es jetzt gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir ja auf jeden Fall die perfekte Spielwiese. So, mal hier ein bisschen rumreisen, das Ganze. Lieber auch schön kurz. Ja, macht auf jeden Fall auf den ersten Meter schon echt Bock zu fahren. Muss ich ja schon mal sagen. Wir könnten jetzt eigentlich auch mal gucken, ob es für so eine kleine Klasse eigentlich auch Rennen gibt. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Da fahren wir mal gerade hier zurück, wenn ich den Weg finde. Ich will es mal hier ohne Rute probieren. Oh, auf der Bremse ein bisschen Probleme gehabt. So, da müssen wir noch rumkommen.
Jetzt hier auf dem nassen, geteerten Asphalt. Ja, okay, jetzt wollte ich ein bisschen zu viel. Jetzt wollte ich ein bisschen zu viel. Uiuiuiui. So. Kriegen wir hin. Uiuiuiui. So. Dann gucken wir doch mal hier kurz, ob wir da noch irgendwas haben an Meisterschaften. Wir müssen hier eh mal weitermachen, ja, muss man ganz klar sagen. Ja, und da was zählt denn das? Zu den irgendwie Hot Hatch, Super Hot Hatch? Nee, eigentlich nicht. Das sind so die ganz kleinen Hot Hatches sind das eigentlich. Oder? Oder geht das zu Super Hot Hatch? Ich wähle es mal kurz aus. Möchten Sie fortfahren? Ja. Doch, wir könnten ihn hier auswählen, tatsächlich. Ja, dann ich gucke jetzt mal, ob es nochmal Super Hot Hatch hier gibt irgendwie. Retro Hot Hatch gibt es noch. JDM. Achso, das sind die normalen Hot Hatches. Gucken wir mal, da ist er aber nicht dabei, oder? Ne, da ist er nicht dabei, das sind die kleineren dann. Okay, erzählen so einen größeren, lustigerweise. Retro hätten wir da noch mal Hot Hatch. Ja, und sonst haben wir hier Gruppe B, bla bla bla. Ja, das muss man echt mal hier auch noch fertig machen. Unbedingt. Machen wir auf jeden Fall noch. Und ja, dann machen wir einfach das nochmal. Ist ja egal, ob wir schon mal gefahren sind. Einfach mal ein bisschen Renn-Action haben. Einfach mal gucken, wie wir hier gegen die bestehen können. Da ist ja mit dabei. Gucken wir mal, was alles dabei ist. Hier. Ja, hier Megane haben wir. Dann S1 halt. Der S3 ist auch dabei. Focus ST, Focus RS, A45 AMG. Dann haben wir Sport Clio. Astra haben wir, Scirocco R, Golf R und R32 Golf haben wir auch noch am Start. Also ja, schon eine knallige Konkurrenz. Jetzt gucken wir mal, ob wir tatsächlich mit dem hier abgehen können. Bin ich mal wirklich gespannt. Dies ist eine super Hot Hatch Meisterschaft mit mehreren verschiedenen Veranstaltungen, die durch den Nebel, der hier bald aufziehen soll, nur noch interessanter werden. Such dir ein Rennen aus. Ja, fahren wir einfach mal so ein Rennen. Ups, da wollen wir hin. Und ja, gucken wir mal, was der S1 hier so drauf hat. Also um enge Kurven und so weiter ging er richtig gut. Bin nur gespannt, wie er dann hier gleich bei diesen Rennen abschneiden wird, hier gegen die knallharte Konkurrenz. Wir dürfen gespannt sein. Aber mit dem extremen Design dürfen wir doch hier abgehen, oder? Ich hoffe es mal zumindest mal. So. Der lädt. Und lädt und lädt und lädt. Und Musik haben wir auch am Start. Wunderbar. Ja, Musik, da freue ich mich richtig drauf. Das haben auch einige nicht so ganz verstanden bei Horizon 3. Mit diesem Groove Music, wo man die eigene Musik einbinden kann. Und zwar OneDrive. Das ist quasi ein Internetlaufwerk. Ja? Also ein Laufwerk, weil sie nicht lokal in eurem PC verbaut hat, sondern quasi so cloud-technisch im Internet. Nennt sich OneDrive das Ganze. Und wenn ihr da in den entsprechenden Groove Music Ordner, ich denke mal, der wird dann irgendwie angelegt oder muss man anlegen, ich denke, es wird nochmal erklärt, eure Musik reinmacht, dann wird diese Musik automatisch auf eure Xbox oder PC, je nachdem, wo ihr Horizon dann spielt, gestreamt. Und könnt dann quasi eure eigene Musik als eigener Radiosender hier im Spiel haben, beziehungsweise halt in Horizon 3 im Spiel haben. Und das finde ich schon eine richtig coole Sache. Ich fahre hier gerade ein bisschen neben der Strecke. Oh, da war so eine unsichtbare Wand, das war nicht so geil. So, und dann geht es hier richtig Offroad daher. Also es ist noch härter eigentlich, als es im Rallycross ist. Aber das ist halt auch Storm Island. Hier ist hier knallhartes Offroad-Fahren angesagt. So, dann müssen wir hier so rum. Uiuiuiui. Ja, Bums haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Uiuiui. Ah, fliegen tut er. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf Horizon 3. Ich habe ja schon gesagt, das ist eigentlich jetzt schon safe. Mehr oder weniger. Das Rennspiel des Jahres. Ja, da kann Gran Turismo Sport auch noch so abliefern, aber ich glaube, das ist einfach safe schon vom Umfang her. Rennspiel des Jahres. Für mich zumindest. Also im Vorfeld würde ich den Titel halt so vergeben. Wie es dann schlussendlich ist, das müssen wir abwarten. Vielleicht enttäuscht ja Horizon noch, was ich aber absolut nicht glaube.
Aber vielleicht überzeugt auch dermaßen noch Dans Gran Turismo Sport. Mal gucken. Ja? Ich lasse mich gerne von beiden überraschen. Ich hoffe, beide werden gut. Boah, ich mache jetzt gerade hier echt viel Fehler. Aber ich glaube, Horizon wird schlussendlich mehr Spielstunden und mehr Spielspaß bringen. Allein halt mit unserem Twitch-Format jetzt hier, wo ich ja aktuell hier eben in der 3.0-Phase bin. Und hier auch nochmal ausdrücklich der Hinweis, ja, ich wiederhole es immer wieder gerne. Aber ich wiederhole es trotzdem. Für euch mache ich es dann natürlich. Und zwar die Wünsche, die Autowünsche, bitte nicht in die Videobeschreibung, sondern, dann könnt ihr eh nicht reinschreiben, in die Kommentare meine ich. Sondern nutzt das Formular, weil das haben wir es doch. Ja? Bitte Formular benutzen. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Nicht in die Kommentare schreiben. Danke! Ich meine, ihr könnt es schon machen, doch bringt es halt nichts. Ne? Das halt auch nochmal dazu erwähnt. So, jetzt nochmal hier geilen Sprung hinzirkeln. Ui, oh, Alter. Kann man mal machen. Boah, hier, Checkpoint nicht verpassen. Boah, wir haben noch zwei Runden. Ich sollte mal ein bisschen pushen hier. So. Warum haben wir das Ziel? Und dann haben wir es auch geschafft. Bumm, also erstes Rennen. Erstes Rennen haben wir schon mal gewonnen mit unserem kleinen S1-Flitzer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und dann geht's weiter. Mal gucken wir mal, wie wir im nächsten Rennen abschneiden können. Ich bin gespannt. Ja, hat mich aber auf jeden Fall sehr gefreut, dass viele hier für dieses Fahrzeug abgestimmt haben. Ich habe auch schon gesehen, so welches Fahrzeug als nächstes kommt. Und da freue ich mich auch schon drauf. Oder beziehungsweise was aktuell im Ranking auf Platz 2 steht, ob das dann tatsächlich als nächstes kommt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es dann kommt, fände ich schon cool. Und im Grunde könnt ihr es ja auch schon wissen, wenn ihr die letzte oder die vorletzte Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche es war, wo ich das erwähnt habe, angeguckt habt, habe ich ja schon so mehr oder weniger gesagt, oh, das Auto wäre cool. Und wenn ihr das sehen wollt, dann wünscht es euch auch. Und das haben tatsächlich sehr viele gemacht. Ja. Ich sag nur A und M. Mehr sage ich nicht, mehr spoilern will ich nicht. Und ansonsten, wie gesagt, ihr dürft ja selber jetzt abstimmen. Ob die Liste öffentlich werden soll oder nicht, ob ihr es euch spoilern wollt oder eben nicht. Ja. Das ist hier quasi da, wo ihr heute, beziehungsweise nach dieser Folge oder auch während dieser Folge schon aktiv werden dürft. Ja, das ist ja hier ein bisschen interaktiv, darf es ja auch gerne sein. So, dann nächstes Rennen. Ist super nebelig, also das, was Ben gesagt hat, nicht nur, dass wir im ersten Rennen schon Nebel hatten, jetzt haben wir nochmal Nebel. Jetzt ist so die Sonne ein bisschen hier schon untergegangen oder so. Oder Dämmerung. Sieht auf jeden Fall schon sehr creepy aus. Aber unser S1 sieht halt auch geil aus. Der macht es wieder weg. Wett. Uiuiui, da werden wir angeschoben. Sag ich auch nicht nein. So, also was Beschleunigen angeht, geht unserer richtig vorwärts. Boah, ja. Boah, nein. Oh, komm, da weg. Ja, oh, nächster Baum. Ja, da freue ich mich schon auf. Auch ebenfalls auf Horizon, dass man die kleinen Bäume, kleinen Sträucher dann kaputt fahren kann. Gut, so ein Baum wie jetzt, das gerade eben, denke ich mal sogar eher gar nicht, dass man das kaputt fahren kann. Aber so kleine Sträucher und so, oder kleinere Bäume, kann man auf jeden Fall kaputt jagen. Ich glaube, sonst wären auch die Rennen durch den Regenwald echt Chaos, wenn man das nicht könnte. So, jetzt gucken wir mal. Kleiner Sprung. Oh, so klein war der gar nicht. Oh, und da haut mir das Auto wieder weg. Ah, oh, und jetzt drehe ich das Auto weg. Kacke. Jetzt fahre ich gerade richtig scheiße. Komm, jetzt fahren wir vielleicht auch mal in der Cockpit-Sicht. Vielleicht geht es dann richtig ab. So, man sieht halt nur gar nichts. Boah. Ist ja echt heftig. Wenn man gar nichts sieht. So, diesmal lassen wir die Bäume aber am besten aus. Ich fahre jetzt mal hier einfach quer durch die Prärie. Aber wir sind halt schon richtig zurück jetzt. Ich glaube nicht, dass wir da noch gewinnen. Da habe ich jetzt einfach zu viele Fehler gemacht.
Aber macht schon echt Laune, das Ding hier zu fahren. Auch mal wieder cooler, ja, auf Storm Island ein bisschen unterwegs zu sein. Ist ja schon eine coole Sache und das Expansion Pack hatte damals auch wirklich Spaß gemacht. So ist es ja nicht. War ja schon eine geile Scheiße. So, gehen wir aber nochmal in die Außensicht. Ich glaube, da haben wir einfach ein bisschen mehr Übersicht. So, komm, komm, komm. Ups, oder? Ja, ich denke mal, wir werden letzter bleiben. Oder vielleicht den einen da vorne kriegen wir vielleicht noch. Einfach zu lang da in den Wäldern stecken geblieben, dann nochmal komplett weggedreht. Das war nicht so geil. Das hat auf jeden Fall mehr als genug Zeit gekostet. So, was haben wir denn da? Ein Fokus dürfte das sein da vorne. Ah, aber den noch kriegen. Frage, der Rest ist auf jeden Fall schon mal durch. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Oh, und ich verkacke hier nochmal. Oh, ja, also hier einfach zu viel riskiert jetzt. Gut, sind wir nur letzter. Das heißt, im letzten Rennen müssen wir nochmal richtig Punkte sammeln. Nur ein Punkt. Das ist scheiße. Ah, das war wirklich Pech. Jetzt wird es ziemlich schwer werden, die Meisterschaft zu gewinnen. Vielleicht solltest du es besser nochmal versuchen. Ja, es könnte gut sein, dass wir die Meisterschaft jetzt nicht gewinnen. 21 Punkte, da liegen wir gut zurück. Ja, gucken wir aber mal, ja, wie es im nächsten Rennen aussieht. Forza Horizon trickst du ja meistens, wenn man weit zurückliegt, dann lassen sie die anderen meistens verlieren. Aber wir müssen so oder so gewinnen, sonst schaffen wir es auf keinen Fall. Na, gucken wir einfach mal, was wir im letzten Rennen hinkriegen mit unserem kleinen Rallye S1. So, gucken wir mal. Hier haben wir das Rennen. Da reisen wir doch mal ganz schnell dahin. Aber ansonsten, ja, da geht schon ganz gut. Es ist vielleicht kein perfektes Setup. Aber macht schon auf jeden Fall Spaß, hier zu fahren, das Teil. Machen wir mal hier ein bisschen hier den direkten Weg dahin. Mal gucken, ob das klappt. Ja, klappt ganz gut. Ja, und den Heuball noch mitgenommen. So geht das. Ja, so geht das. Wir werden auch mal gleich noch nach dem Rennen mal in unser Club reingucken, weil da haben sich auch wieder einige neue Gesichter, will ich schon sagen, neue Nicknames aufgezeigt. Oh, jetzt haben wir mal nicht ganz so Nebel, mehr Regen. Und zwar ein Brawl. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt mit diesen kleinen Flitzer. Die machen schon Spaß. Wobei ich halt ehrlich sagen muss, wenn man die richtig geil tunen will, würde ich denen gar nicht so viel Leistung geben. Hier auf Horizon. Also wenn die richtig viel Spaß machen sollen, würde ich die sogar echt, ja, vielleicht mit der Hälfte der Leistung, was wir jetzt haben, fahren lassen. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß, weil wir schon gesehen, wenn man da nicht richtig aufpasst, dann werden die richtig biestig, richtig zickig und dann dreht man sich gerne auch mal weg. Das Problem hat man nämlich auch schon mal bei unserem Scirocco, den wir ja mal aufgebaut haben, falls ihr euch noch erinnert, das ist schon lange, lange her, aber war auch ein geiles Teil. Hat richtig viel Spaß gemacht, aber das hatte halt auch stellenweise zu viel Leistung und dann hat es nicht so getaugt und da habe ich mich jetzt irgendwie total mit der Bremse vertan. Aber alles gut, unser Audi steckt es weg. So. Komm. Uiui, aufpassen, Bäume wollen wir nicht. Ja, ich glaube, der Trick ist halt einfach auch, wie auch zum Beispiel bei Dirt Rally. Ja, Dirt Rally ist zwar ein bisschen simulationslastiger wie das hier, aber halt einfach nicht immer Vollgas stempeln, sondern oftmals auch nur so Gasstöße geben, um das Auto einfach nur in die richtige Richtung zu bewegen. Dann fährt sich das auf jeden Fall um einiges angenehmer. Also sobald man halt Vollgas gibt, kann es halt passieren, echt, dass das Heck dich überholt. Gerade beim Lenken und so weiter. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, das macht aber schon Laune. Boah, hier muss. Der Exit hier ist echt ein bisschen gefährlich mit dem Baum da. Da ziehe ich wie ein Magnet an. Hopp, hopp, hopp.
Ganz leichter Walltap. Haben wir gemacht. So, hier nochmal rum. Ah, das macht schon Laune. Wenn man sich so ein bisschen mit einfahrt, dann macht das schon richtig, richtig Laune, das Ding. Tuning gebe ich euch natürlich selbstverständlich wieder frei. Ich will das selber mal auschecken. Natürlich auch gerne auf dem Festland. Wie gesagt, ist kein perfektes Offroad-Setup, aber ja, man kann damit schon auf jeden Fall viel Spaß haben. So viel ist sicher. Und ich würde sagen, wir haben die jetzt hier im nächsten Rennen hier aber richtig vernichtet. Nachdem wir im zweiten Rennen verkackt haben, haben wir hier aber richtig dominiert. Das kann man schon mal sagen. Und wie sieht es in der Endtabelle aus? Leider reicht es nicht. Leider reicht es nicht. Nur Zweiter, aber okay, ja. Nicht so wild. Ich denke, seine Stärken wurden gezeigt. Das ist von dem her alles okay. Kriegen wir noch mal ein bisschen Credits. Gut, brauchen wir nicht. Halb so wild. Ich will jetzt hier eigentlich raus. Oh, wir sind kurz vor Stufe 300. Ja, cool. Mittlerweile. Ja, kann man auch mal sein, nach 2 Jahren fast. So, ja, wir können zurückfahren. Will ich aber nicht. Und zwar, ja, gehen wir mal kurz auf unseren PXH-Club und gucken wir doch mal kurz rein. Ja, mittlerweile 390 Mitglieder. Echt nicht schlecht. Stufe 495. Also, Daumen nach oben von meiner Seite aus für das, dass wir den Club ja so unglaublich spät gegründet haben. Ja, und da ja in Horizon 3 ja schon bestätigt wurde, ja, es gibt einen Club und es wird wieder Clubs geben, wenn wir gleich ab Release, selbstverständlich, werden wir ja, einen Club machen. Erneut natürlich den PXH Performance Club. Der muss einfach sein und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch dann gleich wieder von Anfang an mit am Start seid. So, was ich auf jeden Fall jetzt mal ganz, ganz kurz machen will, ist Club Ranking ansehen. Und dann gucken wir doch mal, was wir denn haben. Fangen wir mal vielleicht von hinten an. Gehen wir mal ganz nach unten. Es sind echt viel, wenn man überlegt. 390 Leute, ey, ihr seid echter Wahnsinn. Geht es nicht schneller nach unten oder so? Ah, doch so, oder? So, okay. Dann gehen wir mal hier einfach ein bisschen durch. Also ihr, wenn ihr euren Namen seht, ihr müsst schon, also ich werde jetzt Tempo schon so lassen, ja, weil sonst schaffe ich es nicht, da alle durchzukriegen. Aber einfach nur, dass ihr, falls ihr euren eigenen Nick seht oder sowas, einfach vielleicht auch Video kurz anhalten, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Chance, den zu erwischen. Und ich kann einfach nur sagen, vielen Dank, dass ihr auch so diesen Club so ein bisschen supportet. Natürlich bringt ja im Endeffekt nicht so viel, aber ist ja auch trotzdem cool, so eine kleine Gemeinschaft hier einfach zu haben. Und ich freue mich, wie gesagt, riesig auf Horizon 3, wenn dann der ein oder andere auch mit am Start ist in dem neuen Club. Vielleicht kann man den Club auch importieren, wäre ja auch cool. Aber vielleicht kann man, oder muss man dann halt einen neuen machen, was auch dann nicht so schlimm wäre. So, dann haben wir noch hier Rang 4. Da haben wir auch einige, die hier auch mal fleißig am Zocken sind. Und dann haben wir hier noch Rang 2, da haben wir 2 Leute. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir tatsächlich noch einer hier bei Rang 2 ganz alleine, der MIP26. Also hier lässt es richtig glänzen die Woche. Rang 1 hat niemand geschafft die Woche, aber ist ja auch gut. Ist ein altes Spiel mittlerweile, ja, muss man ja schon sagen. Ist jetzt auch in die Jahre gekommen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, 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 vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin für heute raus und bedanke mich fürs Einschalten. Vergesst nicht abzustimmen. Und ja, das Ergebnis werdet ihr dann hoffentlich in der nächsten Folge von Forza Horizon 2 sehen. Ich bin raus, wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis dann, ciao, ciao. Euer Ray.